Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Gäste! Wohnen wird nicht nur eine soziale Frage, Wohnen ist eine soziale Frage. Und ich denke, Sie stimmen mir alle zu, Wohnen war auch schon immer eine soziale Frage. Und nach meiner Überzeugung ist die beste, die sozialste Antwort auf diese Frage, so viel wie möglich Menschen dazu zu bringen, dass sie die Möglichkeit haben, in ihren eigenen vier Wänden zu wohnen, sich Wohnraum zu schaffen. Jeder Vogel baut sein eigenes Nest. Der Spruch ist nicht von mir, der ist von meinem Vater. Den hat er uns mit auf den Weg gegeben, als ehrbarer Kraftfahrer in Einerborn in Thüringen sein Haus gebaut hat. Und ich glaube, es ist ein kluger Mann und es ist richtig, was er sagt. Und es ist nicht nur so, dass wir auf die Art und Weise eine Mietwohnung freimachen für andere Menschen. Nein, alle die, die sich diesen Traum verwirklichen können, sorgen für ihre Altersvorsorge. Sie bilden Vermögen, auf das sie zurückgreifen können. Und sie sorgen auch dafür, dass unsere Wohnquartiere stabil sind, dass dort in Eintracht gelebt wird und soziale Spannungen vermieden. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Wohneigentumförderung voranbringen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist auch aktive Familienpolitik. Deswegen werbe ich sehr dafür, so gut wie unser Haushalt auch ausgestattet ist, dass wir auch im Bereich zum Beispiel solche einfachen Dinge wie Wohnungsbauprämie die Höchstgrenzen dafür anheben. Die sind seit 20 Jahren unverändert. Das hilft vor allem vielen jungen Familien. Wenn wir dort auch noch die Familienkomponente ausbauen, dann hilft das vor allen Dingen Familien mit Kindern. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Kinderkomponente weiter ausgebaut werden muss, weil, ich komme darauf zurück, jeder Vogel baut sein eigenes Nest. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen uns mit den Ländern verständigen, wenn es um Baulandbereitstellung geht und wenn es um die Grunderwerbsteuer geht. Es läuft ja auch dem zuwider, was wir immer fordern. Die Leute sollen mobil sein. Und wenn man in eine andere Stadt geht, dort ein Haus erwerben will, dann ist doch derjenige bestraft, der immer wieder aufs Neue eine zu hohe Grunderwerbsteuer bezahlen muss. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Bitte geht auch an unseren Justizminister Maas. Die Wohnimmobilienkreditrichtlinie muss praxistauglich gemacht werden. Sie ist entstanden in der ersten Angst nach der Finanzkrise, das ist richtig. Aber jetzt kommt es darauf an, sie praxistauglich zu machen. Und das sind vor allen Dingen die U30, also die jungen Familien, die zurzeit die Gekniffenen sind. Aber es sind auch die Ü50, also die, die sich noch mal auf den Weg machen, ein Haus zu sanieren, ein Haus zu gestalten. Auch für die wird es schwierig. Und hier müssen Anpassungen erfolgen. Und das müssen wir auf den Weg bringen. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht jeder kann ein eigenes Haus bauen oder eine eigene Wohnung kaufen. Und es will auch nicht jeder. Und an die Menschen müssen wir natürlich auch denken. Deswegen kommt es darauf an, den Mietwohnungsbau im Auge zu behalten, unbedingt. Wir brauchen einen ausgeglichenen Mietwohnungsbau in allen Segmenten, im preiswerten Segmenten, im mittleren, aber auch im hochpreisigen. Das gehört insgesamt alles zusammen. Deswegen müssen wir vor allen Dingen die Bauaktivitäten unterstützen. Wenn gebaut wird, wenn genug Wohnraum zur Verfügung steht, dann gelingt es am besten, auch für Ausgleich zu sorgen. Und wir müssen vor allen Dingen natürlich den bezahlbaren Wohnraum für diejenigen im Auge behalten, die nur über einen geringen Lohn oder in den mittleren Einkommensgruppen liegen, insbesondere auch Familien. Dabei hilft das Ordnungsrecht über die größte Not oder kurzfristig bei den Schwierigkeiten. Aber die Mietpreisbremse auf Dauer wird uns nicht helfen. Wir können sie immer nur zeitlich begrenzen. Auf Dauer wird sie das Problem nicht lösen. Und ich möchte auch hier noch mal eine Lanze brechen für unsere Wohnungsunternehmen, insbesondere für die kommunalen und für die genossenschaftlichen. Was die Enormes leisten für das Gemeinwohl in den Kommunen, was die auch teilweise an Leistungen übernehmen und realisieren, die eigentlich Aufgabe der Kommunen sind, die sie aber aus welchen Gründen auch immer nicht bewältigen können, das ist aller Anerkennung wert. Und ich bitte darum, dass wir genau überlegen, ob wir dieses Engagement durch zusätzliche Reglementierung, zum Beispiel durch die engen Schienen, die uns die Gemeinnützigkeit vorgibt, weiter einengen, oder ob wir es gestalten und es fördern. Fördern natürlich zum Beispiel durch unsere Städtebauförderprogramme. Und mein Dank gilt auch an unsere Haushälter, dass wir die Städtebauförderung
von 650 Millionen noch einmal erhöht haben auf 740 Millionen. Und dass zusätzlich natürlich auch die Kompensationsmittel, die an die Länder gehen, von ursprünglich mal 580 Millionen jetzt angewachsen sind auf 1,5 Milliarden. Und ich bitte Frau Ministerin Hendricks, dass wir genau darauf achten. Und das, was mein Kollege Michael Groß für die SPD gesagt hat, das gilt für uns, für die CDU genauso, dass die Länder diese Mittel zweckentsprechend anwenden und auch tatsächlich umsetzen in sozialen Wohnungsbau, in preiswerte, bezahlbare Wohnungen auf allen Ebenen. Meine Bitte geht auch an die Linken, darauf zu achten, dass das auch in deren Bereich ist. Ich weiß aus Thüringen, dass die Mittel für den sozialen Wohnungsbau leider gar nicht zu 100% abgerufen worden sind. Was mir insbesondere auch wichtig ist in diesem Haushalt, sind die beiden Stadtumbauprogramme Ost und West. Sie sind mit 260 Millionen der größte Investitionsteil innerhalb der Städtebauförderung. Und unsere gemeinsame Selbstbefassung letztens im Ausschuss hat mir Mut gemacht, weil auch die Länder in ihrer Länderbauministerkonferenz sich über die derzeitigen Evaluierungsergebnisse sehr positiv geäußert haben. Die Programme laufen 2016 eigentlich aus. Mein Wunsch wäre, auch an unseren Koalitionspartner, an die SPD, wir sollten schnellstmöglich uns informieren über die Evaluierungsergebnisse. Und ich bin optimistisch, ob es nicht noch gelingt, noch in dieser Legislaturperiode auch die Fortsetzung des Programms auf den Weg zu bringen. Das heißt Planungssicherheit für alle Beteiligten, Planungssicherheit für die Kommunen und für die Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Und es wurde bereits angesprochen, Programm Soziale Stadt ist von großer Bedeutung, wenn es darum geht, Spannungen einzudämmen, das Zusammenleben zu verbessern. Ich möchte aber auch an der Stelle sagen, es kann nicht das Ziel sein, dass wir ständig diese Konflikte auf diese Art und Weise lösen. Besser ist es, zum Beispiel mit den Stadtumbauprogrammen und mit anderen Maßnahmen dafür zu sorgen, dass im baulichen Bereich das so gestaltet ist, dass das gar nicht erst aufkommt. Dazu gehört die Durchmischung der Quartiere. Ich denke, es ist ein richtiger Ansatz, dass es uns gelungen ist, die Baunutzungsverordnung in der Art zu ändern, dass auch urbane Gebiete möglich sind, also auch Gebiete, wo weitere Nutzungen, zum Beispiel auch gewerbliche Nutzungen, möglich sind. Einher geht das natürlich auch mit Verdichtung, mit weiterer Verdichtung und Nachverdichtung. Deswegen ist es ein großer Erfolg und danke auch an die Haushälter, dass wir das Programm Grün in der Stadt jetzt haben mit 50 Millionen. In der Vergangenheit dümpelte das irgendwo mit 200.000 Euro im Haushalt rum. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Ansatz, um unsere Städte lebenswert zu machen, um sie attraktiv zu halten. Dass wir nicht nur in irgendeiner Art und Weise von in Beton gegossener Langeweile davon ausgehen müssen, dass sich die sozialen Spannungen erhöhen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss und möchte noch eines dabei nicht unerwähnt lassen. Bei all dem, was wir tun, sollten wir darauf achten, dass wir nicht nur auf die Metropolen schauen, sondern auch auf die kleinen und Mittelstädte, die es genauso schwer haben. Klein- und Mittelstädte, die natürlich auch eine wichtige Funktion wahrnehmen für das beteiligte Umland. Es muss uns gelingen, dass wir diesen Ausgleich in unserem Land aufrechterhalten. Das ist ein wichtiger stabilisierender Faktor. Wenn sich Menschen abgehängt fühlen und der Meinung sind, keiner kümmert sich mehr um uns, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn diese Differenzen immer weiter nach oben gespült werden. Das ist nicht in unserem gemeinsamen Sinn, denke ich, alle, wie wir hier im Saal sitzen. Deswegen meine Bitte auch darauf zu achten, dass wir den ländlichen Raum nicht vergessen und auch die kleinen und Mittelstädte, die es auch nicht so einfach haben. Dankeschön. Dankeschön. Als letzter Redner in dieser Debatte hat Dr. Klaus-Peter Schulze das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.